Ob Muslim oder Nicht-Muslim, Mann oder Frau, uns verbindet ein gemeinsames Ziel. Und das ist die Suche nach der inneren Ruhe. Das Ziel ist dasselbe, aber der Weg, um diese Ruhe zu finden, ist unterschiedlich. Und jeder glaubt, dass sein Weg der richtige sei. Die einen glauben, dass die innere Ruhe durch Besitz, Reichtum, schöne Häuser, Frauen und Autos gefunden werden kann. Und so dreht sich alles in seinem Leben um Karriere und Wohlstand. Was muss ich tun, um noch mehr Geld zu verdienen? Auf welche Universität soll ich gehen? Bei welcher Firma soll ich arbeiten? Wie kann ich mich zum Leiter der Firma katapultieren? Ihr gesamtes Leben dreht sich nur um Geld, Besitz und Wohlstand, weil sie glauben, dass darin die innere Ruhe steckt. Die anderen glauben, dass die innere Ruhe in Ruhm und Anerkennung steckt. Und alles, was sie tun, ist, sich ihr ganzes Leben Gedanken zu machen, wie sie dieses Ziel erreichen. Wie kann ich berühmt werden? Was kann mich berühmt machen? Was muss ich tun, damit die Gesellschaft mir Anerkennung gibt? So werden sie zu Schauspielern, gehen in die Musikindustrie. Oder in der heutigen Zeit möchte man ein Internetstar werden. Wenn sie sich für Kunst und Wissenschaften interessieren, denken sie an Entdeckung. Was kann ich entdecken, um berühmt zu werden und einen Preis zu gewinnen? Wenn alle wissen, wer ich bin, dann werde ich innerlich zufrieden sein. Wiederum andere glauben, dass Glück durch die Befriedigung der Instinkte gefunden werden kann. Und so wenden sie sich Frauen, Alkohol, Drogen und billigen Luxus zu. Und traurigerweise glauben die meisten von uns, dass die innere Ruhe eine Kombination dieser genannten Faktoren ist. Ein bisschen Luxus, Reichtum und Alkohol, ein bisschen Anerkennung und Frauen. Es geht dir finanziell gut. Du fühlst dich unabhängig. Du kannst dir einiges leisten. Ein Haus, ein schönes Auto, Markenklamotten, teure Reisen. Du denkst, du hast es geschafft. Du denkst, dass du jetzt die innere Ruhe gefunden hast. Dabei weißt du gar nicht, was wahre Ruhe im Herzen ist. Liebe Geschwister, die wahre Zufriedenheit und Ruhe im Herzen finden wir nur, indem wir unserem Herzen das geben, wonach es verlangt. Und um diese Ruhe zu erlangen, müssen wir eine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala herstellen. Sobald wir das geschafft haben, wird der Luxus, die Mode, das Geld, die teuren Autos und Häuser zweitrangig werden. Ob du dann noch im Besitz dieser Dinge bist oder nicht, du wirst mit dem zufrieden sein, was du hast. Du wirst in der Lage sein, Alhamdulillah zu sagen. Doch wenn du dich von der Dunya abhängig machst und die Zufriedenheit darin siehst, dann wirst du enttäuscht sein, sobald es dich verlässt. Lasst mich euch einige Fragen stellen und denkt einmal ernsthaft darüber nach. Wie fühlst du dich an einem Tag, an dem du dein Morgengebet verrichtet hast? Wie fühlt sich das an, wenn du deine 5 Gebete verrichtet hast und mit gutem Gewissen schlafen gehst, den Koran gelesen hast und ihn dann wieder zurücklegst? Wie fühlst du dich für den Rest des Tages? Wie fühlst du dich nach einem langen Fastentag im Ramadan? Wie fühlst du dich, nachdem du die Umrah oder Hajj gemacht hast? Wie fühlst du dich, nachdem du einen Armen zu essen gegeben hast? Oder einem Bruder eine Last abgenommen hast? Oder jemanden vom Islam überzeugt hast? Ich könnte diese Fragen fortsetzen, doch ich denke, ihr kennt diese Gefühle. Sie sind unbeschreiblich. Jeder von uns, der diese Wohltaten für Allah subhanahu wa ta'ala tut, weiß genau, wie schön es sich anfühlt, wie sehr man von dieser inneren Ruhe beflügelt ist. Dieses Gefühl der Freude und inneren Ruhe können wir mit keinem Geld dieser Welt kaufen. Vielleicht machen uns materielle Dinge manchmal auch zufrieden, aber es ist nicht diese Zufriedenheit, die der Muslim anstreben sollte. Diese Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Die Ruhe und Zufriedenheit, die der Muslim anstreben muss, ist ein Zustand des Sakina. Weil du in deinen Handlungen eine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala hergestellt hast, gibt Allah subhanahu wa ta'ala dir dafür dieses Gefühl der Sakina, der inneren Ruhe. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beschrieben, wie wir diese Ruhe im Herzen finden. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wahrlich, im Gedenken Allahs werden die Herzen Ruhe finden. Also nichts wird dir wahre Ruhe im Herzen geben, außer dass du ein Leben führst,
indem du dich an die Geh- und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala hältst, seinen Pflichten nachkommst, das Rechte tust und dich vom Unrecht fernhältst. Sei es dein Geld, dein Auto, deine teuren Klamotten oder dein Haus, die Freude daran ist vergänglich und von kurzer Dauer, weil der Mensch sich daran gewöhnt. Freude, Zufriedenheit, innere Ruhe findest du nur im Islam. Jede andere Freude ist vergänglich, weil die wahre, unendliche Zufriedenheit im Paradies auf uns wartet.